Herzlich willkommen zu diesem Einführungsvideo Quanten Machine Learning. Wenn Sie auf dieses Video geklickt haben, haben Sie bestimmt schon mal gehört, dass viele Algorithmen durch den Quantencomputer beschleunigt werden können. So können wir in Zukunft zum Beispiel die RSA-Verschlüsselung brechen. Aber auch beim Machine Learning werden viele Vorteile erwartet. Was Quantencomputing ist und wie wir es fürs Machine Learning einsetzen können, wollen wir Ihnen heute in diesem Video zeigen. Mein Name ist Daniel Müssig, ich bin Mitarbeiter im Fraunhofer IUSB AST im Bereich Quantencomputing und an der Hochschule Zittau-Görlitz im Co-Creation Lab Künstliche Intelligenz. Der Quantencomputer basiert auf den Grundlagen der Quantenmechanik. Diese besagt, dass Teilchen, solange sie nicht gemessen oder beobachtet werden, keinen fest definierten Ort haben, sondern nur mit Wahrscheinlichkeiten sich an einem bestimmten Ort aufhalten. Messen wir nun ein solches Teilchen, kollabiert das System und ein Ereignis mit einer absoluten Wahrscheinlichkeit Größe 0 tritt ein. Als man feststellte, dass klassische Computer nicht in der Lage sind, Quantensysteme effizient zu berechnen, erdachte man sich einen Computer, der auf den Grundlagen der Quantenmechanik basiert. Und so war die Idee des Quantencomputers geboren. Ähnlich wie bei unseren heutigen Computern bildet die Grundlage ein Quantenbit, ein sogenanntes Qubit. Diese Qubits können sich in den Zuständen 0 oder 1 befinden. Wird das Qubit allerdings gerade nicht beobachtet bzw. gemessen, so befindet es sich mit einer Wahrscheinlichkeit, in der Quantenmechanik Amplitude genannt, im Zustand 0 und mit einer anderen im Zustand 1. Die Summe der absoluten Wahrscheinlichkeiten muss allerdings immer 1 ergeben. Ist keine der beiden Wahrscheinlichkeiten genau 1, befinden wir uns in einem Zwischenzustand, in der Quantenmechanik auch Superposition genannt. Wir können die Qubits allerdings auch manipulieren, ohne sie zu messen, wodurch sich die Amplituden gemäß den Gesetzen der Quantenmechanik ändern. Möchten wir etwas mehr über die Amplituden wissen, so müssen wir den Zustand immer wieder präparieren und den Zustand messen. Dadurch können wir ähnlich wie beim Münzwurf den Erwartungswert für das Eintreten eines der beiden Zustände erhalten. Dabei hängt die Genauigkeit von der Anzahl der Durchführungen ab. Zu erwähnen ist hier auch noch, dass wir den Zustand nicht kopieren können. Hier spielt das sogenannte No-Cloning-Theorem der Quantenmechanik eine wichtige Rolle. Somit müssen wir also tatsächlich jedes Mal von vorn anfangen, wenn wir einen Zustand präparieren wollen. Um sich die möglichen Zustände etwas besser vorstellen zu können, kann man sich die Bloch-Sphäre zur Hand nehmen. Dabei handelt es sich um eine Kugel, deren Oberfläche alle möglichen Zustände eines Qubits darstellt, wobei der Nordpol dem Zustand 0 und der Südpol dem Zustand 1 entspricht. Da wir uns mit der Bloch-Sphäre im dreidimensionalen Raum befinden, haben wir drei Achsen, um die wir einen Punkt auf der Oberfläche der Kugel rotieren können, um einen neuen Zustand zu erhalten. Genau diese Rotation verwenden wir auch als Operationen, um den Zustand eines Qubits zu manipulieren. Die Operationen werden im Allgemeinen Gates genannt. Hier gibt es, wie eben schon erwähnt, Rotationsgates für die X-, Y- oder Z-Achse. Aber auch weitere, die zum Beispiel genau eine 180-Grad-Drehung um eine der Achsen durchführen. Neben den Gates, die sich auf ein Qubit auswirken, gibt es auch Gates, die auf zwei Qubits angewendet werden. Hierbei ist das Wichtigste das C-NOT-Gate. Im klassischen Sinne handelt es sich dabei um einen kontrollierten Bitflip. Das bedeutet, befindet sich das sogenannte Control-Qubit im Zustand 0, wird der Bitflip nicht ausgeführt. Befindet es sich stattdessen im Zustand 1, wird der Bitflip durchgeführt. Welches der beiden Qubits dabei das Control-Qubit ist, kann man selbst bestimmen. Interessanter noch sind die Auswirkungen bei nicht klassischen Zuständen. Befindet sich das Control-Qubit zum Beispiel zu genau 50% im Zustand 0 und damit auch zu 50% im Zustand 1 und man wendet das Gate auf ein Qubit an, welches sich zu 100% im Zustand 0 befindet, so können wir ein weiteres Phänomen der Quantenmechanik betrachten. Dieses Phänomen heißt Verschränkung und wurde von Einstein auch spukhafte Fernwirkung genannt. Nach dem Anwenden des C-NOT-Gates befindet sich nämlich beide Qubits zu 100% im gleichen Zustand, auch wenn wir nicht wissen, ob es jetzt der Zustand 0 oder der Zustand 1 ist. Diese Tatsache ändert sich auch nicht, wenn wir die beiden Qubits an zwei entgegengesetzte Orte auf der Welt oder gar im Universum bringen. Sobald wir eins der beiden Qubits messen, wissen wir zu 100% den Zustand des anderen. Wem noch nicht klar ist, warum wir das zu 100% wissen, dem empfehle ich auf einem Blatt Papier beide Fälle einmal zu betrachten.
Das Programm, welches wir auf dem Quantencomputer ausführen wollen und aus vielen Gates besteht, nennen wir Schaltkreis. Im Folgenden wollen wir nun betrachten, warum das Quantencomputing Vorteile im Bereich des Machine Learnings bringen kann. Dabei werden die beiden wichtigsten Ressourcen der Quantenmechanik, nämlich die Superposition und die Verschränkung, eine Rolle spielen. So können nämlich aufgrund der Superposition theoretisch mit 278 Qubits, das bedeutet 2 hoch 278 Amplituden, genauso viele Features verarbeitet werden, wie es Atome in dem uns bekannten Universum gibt. Auf der anderen Seite können wir mit der Superposition und der Verschränkung theoretisch mehrere Datenpunkte auf einmal in das neuronale Netz geben. Dies ist ähnlich dem Batch-Processing mit dem Unterschied, dass wir das neuronale Netz dafür nur einmal ausführen müssen. Bevor wir Ihnen zeigen, wie quantenneuronale Netze aufgebaut sind, möchten wir noch kurz auf die Daten eingehen. Hier gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Arten. Entweder wir arbeiten mit klassischen oder Quantendaten. Die Vorteile bei den Daten aus der Quantenwelt dürften offensichtlich sein, da hier keine komplizierten und speicheraufwendigen Konvertierungen notwendig werden. Deshalb wollen wir uns heute auch nur mit klassischen Daten beschäftigen. Weiterhin vereinfachen wir die Betrachtung, indem wir hier nur die binäre Klassifikation vorstellen. Der grundlegende Ablauf des Quanten-Machine-Learnings ist folgender. Zuerst müssen wir die Daten kodieren, also aus der klassischen Welt in den Quantencomputer bringen. Im Anschluss wenden wir ein parametrisiertes Modell an. Die Ausgabe dieses Modells muss gemessen werden, um die Ergebnisse des neuronalen Netzes in der klassischen Welt weiter verwenden zu können. Zuletzt optimieren wir die Parameter, um das Netz zu trainieren. Starten wir aber erst einmal mit der Kodierung der Daten. Hier möchten wir Ihnen drei verschiedene Möglichkeiten zeigen, die alle verschiedene Vorteile bieten. Zuerst haben wir das Basisencoding. Bei diesem wird jedem Datenpunkt ein Bitstring zugeordnet. Diese können dann einzeln oder mithilfe der Superposition und der Verschränkung als Batch in das quantenneuronale Netz übergeben werden. Hier benötigen wir also ausreichend Bitstrings, um alle Datenpunkte abbilden zu können. Eine weitere Möglichkeit bietet die Winkelkodierung, bei der jedes Feature in die Rotation um die Z-Achse eines Qubits kodiert wird. Hier benötigen wir pro Feature genau ein Qubit, unabhängig von der Anzahl der Datenpunkte. Als drittes haben wir noch das Amplitude-Encoding. Hier werden, wie es der Name schon vermuten lässt, die Features in die Amplituden kodiert. Da wir bei n Qubits 2 hoch n Amplituden haben, können wir so auch entsprechend viele Features in wenige Qubits kodieren. Diese Kodierung kann aus klassischer Sicht mit einer Feature Map einer SVM verglichen werden, da wir die Daten in einem höherdimensionalen Raum mappen. Der Nachteil der Kodierung ist, dass sie immer wieder ausgeführt werden muss, da wir weder Daten in einem Quantencomputer speichern können, noch die Daten aus einem Speicher kopieren könnten. Das bedeutet auch, dass Quantendaten beim Training oder der späteren Klassifizierung zerstört werden. Nachdem wir die Daten in den Quantencomputer gebracht haben, wenden wir ein parametrisiertes Modell an. Dabei verwenden wir die vorhin angesprochenen Rotationsgates. Weiterhin finden auch die CNOT-Gates Verwendung, um die Vorteile durch die Verschränkung nutzen zu können. Ziel ist es dabei, zumindest theoretisch jeden möglichen Zustand erreichen zu können. Bei den quantenneuronalen Netzen ist es ähnlich wie bei klassischen. Die gewählte Architektur beeinflusst die Genauigkeit der Klassifizierung. Außerdem kann man gute Architekturen nur durch Erfahrung und viel Ausprobieren finden. Ähnlich wie bei der Kodierung der Daten in den Quantencomputer haben wir auch beim Messen der Qubits verschiedene Möglichkeiten, um eine binäre Klassifikation zu erreichen. Hier gibt es zum einen das Parity Post-Processing, bei dem der Erwartungswert aller Bitstrings ausgewertet wird. Bitstrings mit gerader Parität werden dann der einen und Bitstrings mit ungerader Parität der anderen Klasse zugeordnet. Die Summe der Erwartungswerte einer Parität gibt dann den Erwartungswert der Klasse an. Statt alle Qubits zu messen, gibt es auch eine Methode, bei der nur ein Qubit gemessen wird. Auch hier wird der Erwartungswert bestimmt. Für die Optimierung der Parameter werden die Gradienten berechnet. Diese können zu einem klassisch ermittelt werden, was einen hohen Rechenaufwand bedeutet, oder direkt auf dem Quantencomputer berechnet werden. Für Letzteres wird die Parameter-Shift-Rule verwendet. Dabei wird der Gradient eines jeden Parameters bestimmt, indem wir einmal den Erwartungswert bestimmen, wenn wir den Parameter ein klein wenig vergrößern und einmal um dieselbe Zahl verringern. Die Differenz aus beiden ist dann unser Gradient. Zu beachten gilt hierbei, dass wir das für alle Parameter machen müssen,
und dabei auch immer den Erwartungswert benötigen, was einen hohen Rechenaufwand auf dem Quantencomputer bedeutet. Die Anpassung der Parameter findet dann wieder klassisch statt. Es handelt sich bei den gezeigten Verfahren also um einen hybriden Algorithmus. Zu beachten ist dabei, dass wir die Parameter des Schaltkreises nicht einfach auf dem Quantencomputer anpassen können, sondern immer den kompletten Schaltkreis neu übertragen müssen. Als letztes möchten wir Ihnen noch eine kleine Einordnung des Quanten-Machine-Learnings geben. Generell müssen wir sagen, dass zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar ist, ob das Quanten-Machine-Learning tatsächlich Vorteile gegenüber dem klassischen bringen kann. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die aktuellen Quantencomputer aktuell weniger als 100 Qubits haben und diese dazu noch sehr ungenau arbeiten. Des Weiteren wird eine Methode zum Speichern des Quantenzustands, ein sogenannter QRAM, mit Sicherheit noch weitere Vorteile bringen. Zuletzt soll noch erwähnt werden, dass die eben gezeigte Methode ähnlich einer SVM arbeitet und daher aus aktueller Sicht auch keine Vorteile gegenüber einer klassischen SVM bietet. Wir hoffen, Ihnen hat die kleine Einführung in das Thema QML gefallen. Neben dem hier gezeigten Verfahren gibt es natürlich noch viele andere. So gibt es für fast jedes klassische Verfahren ein Quantenpendant. Da wir hier nicht auf alle Themen umfassend eingehen konnten, haben wir Ihnen unter dem Video noch weitere Ressourcen zu dem Thema Quantencomputing und Quantum Machine Learning verlinkt. Schauen Sie doch mal rein!